Das ist der Arm, den ich mit der Handfläche zu seinem Kopf bewege. Warum tue ich das? Damit er gleich auf seiner Hand liegt. Damit er, genau wie gerade bei dem Helm, nicht mit seinem Schädel, wenn ich den drehe, aufs Pflaster knallt. Weil das macht der Bewusstlose. Das ist wie ein nasser Sack. Der macht, was ich will. Und beim Bewusstlosen würde ich die Hand jetzt loslassen, würde die beim Bewusstlosen auch wieder logischerweise zurück sein. Deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als die Hand hier so hinzulegen und den hier festzuhalten. Und den am Arsch hier rüber zu ziehen. Also bin ich auch da. Die Position habe ich gleich auf dem Couch an. Kommt nach oben. Und jetzt könnte, wenn er erbricht, das am tiefsten Punkt rauslaufen, ohne dass er das wieder einatmet.